Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch ein super neues Feature von Komoot vorstellen. Und zwar mit dem neuesten Update plant Komoot die Touren, die ihr euch aussucht, von eurem Standpunkt aus, also da, wo ihr jetzt gerade seid. Von da aus wird die Tour dann quasi angepasst. Ihr könnt den Radius erhöhen oder eben auch einen anderen Startpunkt eingeben, aber generell plant sie erstmal genau da, wo ihr steht, eure Tour. Das heißt, wenn ihr jetzt hier unten auf Entdecken geht, dann sucht ihr zum Beispiel euch eine Position aus. Ich nehme jetzt mal hier. Ihr könnt hier den Schwierigkeitsgrad einstellen, also mit den Häkchen. Ihr könnt nach wie vor hier die Tourzeit einstellen. Ihr könnt die Sportart ändern hier. Und ihr könnt den Startpunkt hier nochmal, könntet ihr anpassen. Ihr könnt Touren suchen. Also hier wären jetzt zwei Touren in meiner Nähe gefunden. Ihr könntet nach Highlights suchen, wo ihr sagt, die möchte ich gerne in meiner Tour mit drin haben. Oder ihr könntet auch Collections suchen in eurer Nähe. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mir diese Collection aussuche und jetzt diese Wanderung nehme, dann plant Komoot automatisch die Wanderung von meinem vorgegebenen Punkt aus. Das heißt, ihr seht hier, steht schwere Wanderung, 11 Kilometer von Köln. Und wenn ich jetzt auf Anfahrt gehe, dann öffnet sich Google Maps und ich bekomme sofort auch die Anfahrt zum jeweiligen Startpunkt angezeigt. Ich finde das super genial. Ihr müsst also nicht mehr mühselig wie früher die Touren anpassen, sondern ihr könnt hier direkt anfangen, nach eurer gewünschten Tour, nach eurem gewünschten Startpunkt zu suchen. Ihr könnt hier den Radius erhöhen oder verkleinern. Wie gesagt, die Sportart könnt ihr ändern und habt dann hier die Möglichkeit, eure Touren, wie ihr hier auf der Karte seht, er fängt hier an und lässt mich dann darüber starten. Ihr könnt dann halt sagen, wenn ich jetzt hier diese Laufrunde nehmen würde, dann sagt er mir hier 146 Meter entfernt und hat die so schon navigiert, dass ich halt hier quer über meine Rheinseite auf die andere Rheinseite laufen. Ich finde das eine super klasse Sache, weil ich fand es immer etwas kompliziert, den Startpunkt anzupassen und dann musstet ihr es anders abspeichern und so. Und so könnt ihr euch hier Collections aussuchen oder was. Jetzt gibt es natürlich keine Lauf-Collection von meiner Route aus. Wenn ich jetzt hier Wandern einstelle, habe ich mehr Möglichkeiten. Und so könnt ihr viel schneller euch eine Route oder eine Tour aussuchen, die bei euch startet, beziehungsweise ihr bekommt sofort auch über Maps euren Anfahrt per Auto, per öffentlichen Verkehrs, per Fahrrad oder so angezeigt. Schaut es euch mal an, dazu müsst ihr das neueste Update von Komoot runterladen. Wie gesagt, ihr müsst auf Entdecken gehen, eure Sportart auswählen und aktuelle Position oder halt die Position verschieben. Und dann geht's schon los. So, hoffe, der kleine Tipp hat euch gefallen. Gerne Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.